YouTube, ich hoffe, euch geht's gut da draußen, Leute. Grüße erstmal an die Supporter und die Freunde der Call of Duty Friday Late Night Show Fans. Leute, was geht ab? Die große Frage wegen dem zweiten Streaming-Tag. Reimt sich sogar. Ja, die große Frage, wann kommt der zweite Streaming-Tag, Leute? Auf dem Discord-Server, Leute, wird ordentlich diskutiert und ja, ich habe von Facebook alles weg. Also Facebook werde ich definitiv als Plattform nicht mehr nutzen. Ich sag Facebook. Das sind nicht meine Mittelfinger, das sind meine Ringfinger. Die sind schön, oder? Ja, wegen meinem Tattoo wollte ich es einfach nur mal zeigen. Nein, Quatsch. Ohne Witz. Also ich muss echt sagen, Discord-Server, Leute, Facebook, Ich muss ehrlich sagen, ich habe richtig Probleme mit denen und ich lass da auch nicht locker. Ich gebe bei denen richtig Feuer, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ja. Was soll ich? Ja, ich brauche nichts dazu sagen, Leute. Ist ja auch scheiße. Egal. Heute geht bei uns darum, wegen dem zweiten Streaming-Tag. Die Leute haben gesagt, auf jeden Fall Dienstag wäre cool, Mittwoch wäre cool, Donnerstag wäre cool und Sonntag wäre cool. Ja, anscheinend ist mein Freitag ja wohl voll untergegangen, aber der ist ja schon, der bleibt ja schon bestehen. Und ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, Leute. Wegen dem zweiten Streaming-Tag muss ich noch gucken, wegen am Dienstag. Das wäre auf jeden Fall schon mal eins in meiner engeren Auswahl, muss ich jetzt mal sagen. Ich hätte jetzt beinahe den Faden verloren. Und was ich auf jeden Fall noch cool finden würde, ist, immer die Daumen schön nach oben setzt, Leute. Grüße vor allem an die Supporter und die Call of Duty Friday Late Night Show Fans. Am Anfang und am Start ist das alles noch etwas wichtig und etwas wichtiger, würde ich etwas sagen halt, ja. Und ja, der Discord-Server nochmal zurück zu dem, wurde richtig aufgebaut. Ich habe da einen richtig coolen Supporter. Also was heißt Supporter, ein Helfer, Unterstützer, der mir da ziemlich gut unter die Arme gegriffen hat. Paul, Digga! In dem Sinne echt cool, mega von dir. Vielen, vielen, vielen lieben Dank, Mann, mit deiner schönen Unterstützung. Läuft das Ganze ein bisschen flotter und sag dir in dem Sinne nochmal Grüße. Tschüss. Ja, aber ansonsten, was ich jetzt so spontan noch ansprechen wollte und euch sagen wollte, ist, natürlich werde ich jede Kiste immer kaufen. Ich werde natürlich immer für euch versuchen, auf dem Laufenden zu bleiben, Leute. Und habe jetzt gleich schon was gemerkt, weil ich jetzt gerade gesagt habe, hier Kisten aufmachen, Leute. Manchmal muss man das nicht machen. Manchmal muss man das nicht machen und ich zeige euch jetzt halt auch genau wieso. Ihr habt hier den Season Pass, ja, und bekommt hier im Season Pass, wenn ihr ihn gekauft habt, Leute, wenn ihr auf Level 100 seid, eine ganz schöne Waffe. Und zwar die M4 Nahkampf. Ja, oh, ich muss mal umswitchen, Leute, ganz kurz. Hier. Die hier bekommt ihr, Leute. Ja, und ich muss ganz ehrlich sagen, jetzt könnt ihr natürlich hergehen. Waffenkisten ziehen. Und die M4 hier mit dem schwarzen Gold-Tarnmodus rausholen. M4 ist M4, Leute. Und das spielt absolut keine Rolle, welche Tarnung es auf jeden Fall hat. Achtet, wenn ihr das macht, wenn ihr euch Sachen kaufen wollt, dann achtet wirklich darauf, dass ihr jede einzelne Waffe im lilanen Stil habt, weil damit könnt ihr auf jeden Fall in dem Zombie-Modus mehr Damage machen. Das ist, glaube ich, wichtig.
Ansonsten jede Waffe in 100 verschiedenen Nahkampfausrichtungen zu haben und dafür richtig Cash rauszuballern, finde ich, ist total sinnlos. Und wenn sie vielleicht nochmal am Schaden etwas rumschrauben würden und so, dann würde ich es absolut verstehen, Leute. Und genau das habe ich für euch im Blick. Wenn eine Waffe wieder rauskommt, die wo es absolut wert ist, dann werde ich euch natürlich auf dem Laufenden halten und werde es euch natürlich sagen. Genau wie die ICR Dunkle Materie, hier jetzt gerade die Infokarte, Leute, für euch. Diese Waffe ist es wert. Da muss ich sagen, jeder Penny ist es definitiv wert. Die Waffe macht ordentlich was her, die ist geil, die macht Sinn und alles andere ist Humbug, ne? Ja, in dem Sinne, Leute, ich würde mich freuen, wenn ihr meinen Channel abonnieren würdet, Leute, wie immer würde ich mich mega, mega freuen, natürlich auch für einen Daumen nach oben, Leute. Ich bleibe hier auf YouTube, ich gehe nicht mehr weg, habe ich jetzt schon ein paar Mal gesagt und ich werde das natürlich hier noch alles viel besser ausbauen und wir sind ja jetzt sogar schon bei einem zweiten Streaming-Tag, es wird ja immer besser, finde ich richtig geil, macht mich richtig happy und ich hoffe euch auch, weil richtig cooles Zocken, soll ja alles Spaß machen, soll ja Fun machen. Ich will ja auch, dass ihr auf dem Laufenden bleibt, was sich lohnt in dem Game zu kaufen, was sich absolut nicht lohnt. Was für Tipps und Tricks es gibt, ich habe euch ja schon ein paar Versteckte in meinen ganzen Videos immer wieder erklärt. Und ja, in dem Sinne, Leute, sage ich Peace out, Peace out, Peace, Peace. Bis zu meinem nächsten Video, Leute. See you later, Alligator. Welcome to the... Bum, 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 bum. Haben wir denn schon alles geklärt?